Hallo Leute, ihr habt ja vielleicht mein Video gesehen über Ein- und Ausbau der Mittelkonsole beim Opel Astra. Und jetzt zeige ich euch noch kurz, wie man so ein Kunststoffteil aufpimpen kann. Das ist jetzt eine Lackierprobe, die ich mal mache. Und zwar, ihr seht ja, ich habe Tamiya Modellbaulack verwendet, was man halt gerade so da hat, also nichts Spezielles. Und da will man natürlich erstmal sehen, ob das überhaupt sich verträgt mit der Kunststoffoberfläche. In dem Fall war das Ergebnis zufriedenstellend. Dann geht es als nächstes daran, die Oberfläche sauber zu machen. Man kann Verdünnung nehmen. Ich nehme immer das entmineralisierte Wasser aus dem Wäschetrockner. Also ich bilde mir zumindest ein, dass das auch eine gewisse chemische Aktivität hat. Es hinterlässt keine Kalkflecken und nichts. Also die Oberfläche ist danach bereit für eine Lackierung. Ich habe auch keine Haftvermittler oder sonst was verwendet, denn diese Tamiya-Lacke, die sind eigentlich für Kunststoffoberflächen gedacht. So, hier seht ihr es nochmal, ist eigentlich ganz gut geworden. Dann geht's ans Abkleben. Einige Dinge wie hier die Lüftungsdüsenmechanik, die haben es natürlich nicht so gut, nicht so gerne, wenn da Lack reinfließt. Und natürlich will man auch diese Siebdrucksachen da, in dem Fall die Null, das will man ja alles erhalten, ja. Im Nachhinein würde ich sagen, man hätte vielleicht auch noch die Oberfläche ein bisschen glatter schleifen können, die ganzen Kratzer noch ein bisschen rausschleifen, aber ja. So, gut schütteln. Wie gesagt, abgewaschen ist es schon alles. Ich habe es auf dem Balkon gemacht, ist ja kein großes Teil. Vielleicht nicht gerade machen, wenn die Nachbarin die Wäsche rausgehängt hat. Da macht man sich keine Freunde. So, und dann, das brauche ich aber keinem sagen von euch, das wisst ihr alle, nirgends stehen bleiben, verweilen mit der Sprühdose. Da habt ihr sofort Rotznasen. Lieber zwei, dreimal drüber gehen. Da gibt es ja inzwischen auch diese Farbschemen, die man auf eine Wasseroberfläche legt. Das werde ich vielleicht irgendwann mal im nächsten Video machen. Wird vielleicht mal ganz interessant, wie sowas aussieht. So, trocknen lassen. Und einbauen. Also wie gesagt, hier hätte ich vielleicht noch die Kratzer ein bisschen rausarbeiten sollen. Aber es ist ganz gut geworden, also ich bin nicht unzufrieden. Durch diese Seidenmatt-Anmutung, ja, sieht man die Kratzer nun wirklich nicht mehr so. Aber ihr könnt euch da ja mehr verlustigen. Mir ging es mal ums Prinzip, wie kann man sowas machen. Und wie gesagt, ich habe diese Tamiya-Lacke verwendet. Ist ganz gut gelungen. Wenn euch das Video gefallen oder geholfen hat, würde ich mich über ein kleines Like freuen. Und tschüss, bis zum nächsten Video.